Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und salut et fraternité citoyen les spectateurs zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind wieder mit ein bisschen mehr Napoleon am Start. Ich muss übrigens mal ganz kurz mein Mausprofil ändern und dann können wir eigentlich auch direkt loslegen. Ich wollte heute zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein bisschen was über die Schlacht von Trafalgar und die Rolle Villeneuves sagen. Da hat es einige Meldungen zugegeben unter dem ersten oder zweiten Part, glaube ich. Und da wollte ich einfach noch ein paar Dinge klären, nicht, dass hier ein falsches Bild entsteht. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig, das können wir noch sinnvoll verwursten. Unsere Armee ist noch nicht so gigantisch vergrößert worden. Achso, ich wollte ja mich noch in Richtung Prag in Bewegung setzen. Da muss ich auch noch gucken. Genau, wir haben hier noch eine Kavallerie. Ach ja, bitte etwas schneller, ne? Napoleon ist in Zagreb eingefallen. Die Artillerie befindet sich noch hier. Müssen wir halt. Ich spekuliere halt einfach mal drauf, dass die Österreicher sich hier nicht rühren werden. Falls sie es doch tun, könnte ich ein Problem kriegen, aber ich spekuliere mal drauf, dass sie sich hier nicht bewegen. Okay, nee, dann haben wir das Wichtigste gemacht. Dann geht es ja in erster Linie darum, wie wir unser Geld unters Volk bringen. Wir schauen nochmal gerade in unserer Liste nach den lohnenswerten Provinzen. Jawohl, da bauen wir ansonsten überall aus. Wir gucken nochmal kurz nach den Häfen. Ne? Achso, das ist gar nicht mein Hafen. Da oben baue ich noch nichts. Da lasse ich mir noch Zeit. Ein Handelshafen in Zagreb ist, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir noch 2000... Kröten über. Bauen wir doch. Wie sieht es denn in Caen aus? Nur da geht doch bestimmt so eine Manufaktur. Und dann können wir noch irgendwas. Obwohl, ne, die 800 Kröten können wir uns, glaube ich, sparen. Ach ja, eine Sache habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ich habe die. Oh, du bist unfreundlich. Hm. Achso, die Armutsgesetze hast du. Ne, die brauche ich ja nicht. Ich schaue gerade, ob wir noch was an Technologien handeln können. Die Koronade, fällt mir übrigens ein, gibt es eine interessante Geschichte zu, kann ich kurz erzählen. Koronade war eine Bewaffnung, die überwiegend auf Linienschiffen zum Einsatz kam. Die Koronade ist eine Kanone mit einer recht kurzen Reichweite. Und sie hat auch einen recht kurzen Lauf, also sie hat meist doch einen hohen Durchmesser, aber einen recht kurzen Lauf und ist eine Erfindung der Carron Ironworks in Falkirk in Schottland. Und daher kommt übrigens auch Carron Ironworks, kommt auch der Name Koronade. War eine Bewaffnung, die überwiegend eben auf britischen Linienschiffen eingesetzt wurde, generell auf Linienschiffen. Im Feld hat sie sich eigentlich nie so wirklich durchgesetzt. Das nur mal gerade so am Rande. Wir wollen ein bisschen Geld haben. Ich bin übrigens kein Militärhistoriker. Nur um da Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Also warte mal, vielleicht können wir einfach 1 gegen 1 tauschen. Ja, das wollen sie nicht. Das habe ich mir fast gedacht. So, kurzer Cut an der Stelle. Ich habe ein paar Sachen noch gemacht, diplomatisch. Wir haben Technologien gehandelt, verkauft, und verschiedenster Weise. Also wir haben dadurch uns nochmal so 2800 Kröten ergaunert. Wir haben leider keine Technologien bekommen. Ich kann nochmal versuchen von den, nee, nicht von den Spaniern, von Baden-Württemberg, könnte ich nochmal versuchen, eine Technologie zu kriegen, aber ich will eigentlich nicht so viel Geld dafür ausgeben. Für die Rottenformation und die verbesserten Kupferbeschläge. Ja, das will er nicht machen. Also Technologien, das lässt sich die KI ganz gerne mal teuer zu stehen kommen, wenn ich keinen Militärzugang anbieten kann. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir bauen dann hier noch eine klassische Universität in Florenz.
Achso, da sollten wir hier gerade mal nachschauen. So, da ist Florenz. Da ist Lüttich. Perugia ist auch bald soweit. Und Orléans ist auch bald soweit. Okay, hervorragend. Gut, die 600 Tacken, die wir noch haben, die sparen wir. Habe ich noch was vergessen? Achso, mit der Truppe hier, ne? Stelle ich mir hier in den Wald. Warte mal, du kannst dich auch noch ein bisschen hier hochstellen, da bist du sogar getarnt. So. Er zieht die Truppen bei Wien zusammen. Das ist eine kleine Armee, vor der wir keine Angst haben müssen. Die Sache mit der Karonade habe ich aber, glaube ich, noch. Ja, ich glaube, die habe ich nicht rausgeschnitten. Das wäre irgendwie blöd gewesen. Weil wir mit den Spaniern die Karonade handeln können. Ne? Russen verstärken hier nochmal. Dänemark tritt jetzt schon etwas selbstbewusster auf. Wir haben die Armutsgesetze erforscht. Das ist gut. Ja, Prag ist also sehr leicht einzunehmen. Er hat noch hier eine Verstärkung dabei. Hier geht mal direkt nach Zagreb. Ja, bleibt da. Ja, nee, das ist okay, bleibt da. Wir wollen uns damit auf einen möglichen Angriff gegen Wien vorbereiten. Gut. Ich habe jetzt. Komisch, jetzt kann ich ihm die Armeekorps-Organisation anbieten. Das ging vorher nicht. Was ist für 800? Ah, immer noch nicht. Das ist so blöd. Das würde mich so gut voranbringen. Komm hier. Nee, warte mal. 1200. Ihr wisst, der Günner lässt es nicht, ne? Der kann es nicht lassen. Ach, dann halt doch die Klappe. Ups, Moment. Ja, also diese Armeekorps-Organisation, die habe ich fast immer verkaufen können. Jetzt wollen wir natürlich gucken, genau, Orléans kann die Volkszählung erforschen, das ist gut. Liège erforscht den Code Napoleon. Florenz erforscht das Ding momentan. Jetzt müssen wir gerade überlegen, aber wir haben doch hier. Nächste erforschbare Technologie ist die Trockenlegung. In Perugia, das ist dieses. Plus der Wohlstand von Bauernhöfen, das bringt recht wenig, ne? Weil wir haben einfach nicht so viele Bauernhöfe, ne? Das Doofe ist, das sind halt alles Dinger mit Militärtechnologie. Nee, was ich sagen will, ich brauche eigentlich Militärtechnologie. Mal ganz kurz gucken. Wohlstand durch. Ermöglicht den Bau von Eisenmine mit Dampfpumpe oder Goldmine mit Dampfpumpe. Das ist schon eher sowas, ne? Verdoppelt nochmal das Geld, das man durch diese Goldminen bekommt. Da möchte ich gerne hin.
Ne? Was wird da vorausgesetzt? Was brauche ich da? Ich sehe es leider nicht. Was brauche ich da? Brauche ich alle hiervon? Nicht verfügbar, Ihnen fehlen. Ihnen fehlen die nötigen Technologien oder Gebäude. Ja, das ist echt merkwürdig. Dann brauche ich vielleicht, brauche ich eine Fabrik vorher. Dann muss ich, glaube ich, wirklich die Erforschung von, ja, wahrscheinlich, ne? Ja, okay, gut, da brauche ich eine Fabrik vorher. Dann sollten wir auch irgendwann oder irgendwo jetzt mal so eine Fabrik bauen. Wie sieht's denn in Paris aus? Hafenstadt. Ja. Geh mal hin. Achso, da kann ich dann nur eine normale Manufaktur bauen. Hä? Das ist natürlich doof. Nee, ich will ja eine. Ich will ja eine Fabrik irgendwo ausbauen. Paris wäre halt insofern eigentlich gut gewesen. Sonst nehmen wir Reims. Da ist die beliebte, die, da ist die Ordnung bei der Unterklasse aber nicht so gut. Weil ich kriege ja minus 2 Zufriedenheit bei der Unterklasse, ne? 500 Provinzwohlstand immerhin. Zufriedenheit alle Klassen plus 1, Repression 1. Das ist dann natürlich ein bisschen doof, weil die Zufriedenheit in Paris halt deutlich höher ist. Aber in Paris jetzt das Ding zu bauen, dauert halt viel, viel länger. Das ist Kacke. Ich muss noch mal weiter suchen. Stopp. In Neapel ginge es. Bei Neapel wäre jetzt nicht so mein persönlicher Favorit. In Innsbruck ginge es. Innsbruck ist eine gute Location dafür. Innsbruck ist, glaube ich, echt ganz gut. Werde ich ändern zu einem Steueramt. Ja, das bringt mir auch mehr mit der Eisenmine und so. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was wollte ich mit ihm machen? Ach so, du wolltest zurück. Das gilt für dich übrigens auch. Wir werden uns noch mit dir bis hierhin begeben. Dann nehmen wir da nochmal eine Verstärkung mit. Ja, dann können wir eigentlich. Ich guck mal gerade zweimal Linie, einmal Liniengrenadiere. Das sind halt alles Bürger und Mob, ne? Also ich würde fast sagen, wir machen es automatisch. Weil es doch deutlich schneller geht. Dann zeige ich euch lieber noch die andere Schlacht. Friedlich besetzen, bitte. Ach, das ist eine Kanonengießerei. Sowas hier zu haben ist natürlich gut, ne? Bauen wir noch ein Ausbildungslager. Geben wir direkt in Auftrag. Genau, du sollst ja dann später mal dorthin. Lauf mal dahin. Noch eine Eisenmine, das ist doch auch was Gutes.
Ich würde die Linieninfanterie hier mit da reinnehmen. Mach mal eine Miliz. Ne, mach keine Miliz. Was haben wir denn da? Wir haben hier noch eine Einheit Chasseur. Wir haben eine weitere Einheit Chasseur. Wir könnten noch eine dritte gebrauchen. Das ist ein großer Vorteil, dass wir die in diesen niedrigstufigen Gebäuden rüsten können, ne? Gut, wir haben noch 2600 übrig. Wir haben auch noch Schiffe. Das ist insofern hier ganz toll, weil wir direkt dahin kommen, um ein bisschen handeln zu können. Und die Marine schicken wir direkt hier runter. Ja, 45 Kröten, das ist so super schön günstig für so ein Handelsschiff. Das ist ganz hervorragend. Okay. Okay. Das sieht gut aus. Muss überlegen, wie wir das weitermachen vom Plan her. Ja, Sardinien werden wir erobern müssen. Ah, bei Spanien sind es noch minus 60. Wir haben halt minus 117 durch diese historischen Streitigkeiten. Gar nicht gut. Ups, Moment. So, jetzt müssen wir echt mal überlegen. Ich sehe hier drüben leider nichts. Ach, wo ist denn mein Agent? Zeig mir mal Pesch, ob sich das noch lohnt. $543 hat Pesch. Was hat denn Pesch so an wirtschaftlicher Potenz? Debrecen sind eine Stadt. Schade, dass man die gegnerischen Gebäude da nicht so gut sehen kann, ne? Wir müssen mal abwarten. Naja, die Bauernhöfe bringen halt sehr wenig Geld, ne? Ein Nachschubposten in Zagreb scheint mir nicht die schlechteste Idee zu sein. Auch wenn ich jetzt mal in Anbetracht der aktuellen Verhältnisse hier überhaupt keinen brauche. Warte mal, dann mach mal weg. Das schadet bestimmt nicht, einen Nachschubposten in der Nähe zu haben, aber hier brauchen wir ihn definitiv nicht. Der Markt bringt uns hier mehr. So, wir gucken nochmal durch. Ja, wir bauen in München den Weinkeller. Die Manufaktur. In Paris fehlt mir halt auch immer noch eine Manufaktur. Das ist ganz doof. Kann ich den Schweizern noch irgendwas verkaufen? Ja, ich glaube, das dauert noch eine Runde. Dann haut das leider nicht mehr hin.
Es sei denn, ich breche hier irgendwo eine Rekrutierung ab. Das sehe ich aber noch nicht so ganz ein. Nee. Ja, Österreich zieht sich dort auch zurück Richtung Olmütz. Kommt mit einer kleinen und mit einer großen Armee jetzt. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das da genau machen. Ob wir da jetzt Österreich schon zum Frieden zwingen. Ich glaube, sie haben den Osmanen noch ein Gebiet weggenommen. Hier unten, da. Serbien, Kroatien und so. Das haben sie den... Also das ehemalige Jugoslawien, das haben sie den Osmanen, glaube ich, abgenommen. Und die kommen jetzt mit einer großen Armee aus Istanbul. Es gibt übrigens die Hypothese, dass Istanbul von dem griechischen Eistinpollin kommt und eine, also in Anführungszeichen, so eine Art, wie so eine Art Verballhornung der Türken anzusehen wäre. Jetzt müssen wir gerade gucken, Ordinariat, Forschung pro Runde für Industrie und Zivil plus 2, der Typ, der ist richtig krass, Gaspar Monge. Liège erfordert momentan das Karree, da weiß ich noch nicht, ob wir das wollen. Wollen wir nicht eher die Levée en Masse oder so? Dann haben wir noch Florenz und... Gehen wir kurz auf... Liège oder Lüttich. Ja, das ist eigentlich wichtiger für eine Ziviltechnologie. Man muss da wirklich gucken, wie man die Agenten verteilt, ne? Hier zum Beispiel in Florenz, da habe ich noch gar keinen Agenten. Wogegen ich hier ja auch wieder zwei habe. Und dann sollte ich ihn eigentlich auch hier rüber schicken. Ein verstaubter Bibliothekar für Henri de Saint-Simon. Plus 2 auf Forschung, das ist sensationell gut. Dann sollten wir gucken, dass wir in Perugia nach der Trockenlegung vielleicht noch eine Militärtechnologie mit dazu nehmen. Weil die können ja immerhin so ein bisschen Militär forschen. Das bietet sich hier auf jeden Fall an. So. Gibt's eine Schlacht? Hä? Was? Die Diplomatie interessiert mich hier nicht. Ich glaube, da warte ich auf den Ausfall. Bevor, also da würde ich vielleicht noch nicht so offensiv vorgehen wollen. Mal gucken wir gerade hier noch. Die Armee hier ist echt groß. Wird momentan nur von einer Einheit Chevaux Légère angeführt.
Hat also dementsprechend gerade etwas wenig Reichweite. Ach, Belgrad ist das dann, okay. Da müssen die Osmanen hier aufpassen, dass die nicht auf die Nase fallen. Das ist auf jeden Fall ganz gut, wenn die noch ein bisschen was zu tun haben. Die Frage ist für mich ja jetzt eher so, sollte ich versuchen, noch andere Städte zu erobern? Oder machen wir jetzt hier den Sack zu? Das ist eine sehr schwache Garnison auf jeden Fall. Da sagt mir nicht so zu. Bleibt da einfach mal stehen. Also mit Agenten, die nützen einem wirklich mehr, wenn man keine Aktion mit ihnen ausführt. Ansonsten verliert man sie halt immer sehr, sehr schnell. Wir könnten noch versuchen. Wir könnten noch versuchen, jemanden dazu zu bewegen, in den Krieg gegen Österreich mit einzusteigen. Ich biete mal 2000. Ja, war mir schon fast klar. Ich biete mal 3000. Ah, ich sollte es vielleicht bieten und nicht einfordern. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn die jetzt noch in den Krieg mit eintreten und ich danach ja Österreich dann erstmal los bin. So oder so werde ich keine Eroberung von Wien mehr machen können. Der Zeitpunkt ist gut. Der Zeitpunkt ist wirklich gut. Er kommt nur mit dieser Armee nach München. Wäre natürlich aber doof, wenn er München jetzt erobert. Dann ist die Manufaktur hier weg. Ah, meine Güte. Ich weiß es nicht. Komm, jetzt sag ich nochmal. Die können wir wegnehmen. Wir haben halt super viel. Komm, wir machen die noch. Michel Ney wird uns jetzt noch das Königreich Sizilien zu Füßen legen. Ich denke mal, ich verzichte dann auf die Darlegung der Schlacht von Trafalgar und die Rolle Nelsons und die Rolle Villeneuves in diesem Ensemble. Werde das dann an einer anderen Stelle durchexerzieren.
Wenn wir unsere Artillerie hier aufstellen, auf diesem Hügel, haben wir einen sehr guten, haben wir hier eine sehr gute Möglichkeit, auf ihn zu schießen. Auf der anderen Seite müssen wir uns da halt erstmal hochbewegen. Das ist relativ scheiße. Habe ich eigentlich keine Lust. Wir müssen nach Möglichkeit sofort die Artillerie einsetzen. Das wäre dann hier. Ab hier der Fall. Hier, da müssten wir hin. Das gefällt mir auch nicht. Ebenso wenig wie dieser Hügel hier. Ich brauche eine halbwegs gute Position und die hier ist denkbar scheiße. Egal wo ich mich aufstelle, ich schieße immer. Ich schieße immer gegen diesen scheiß Hügel. Ich schieße immer gegen irgendeinen beschissenen Hügel. Also, Marschallnee hat hier definitiv die beschissenste Aufgabe, die ich mir vorstellen kann. Dann versuchen wir es wenigstens schnell zu machen. Das folgenderweise. So, ab hier. Ab hier haben wir eine gute Schussposition. Die werden wir verteidigen lassen. Ich mag diesen Trichter als Formation sehr gerne. So, den einen General stellen wir da auf. Gut. Was haben wir hier drüben? Die Husaren. Die sind schnell. Aber wir haben auch eine sehr gute Kavallerie. Die sind nicht so gut wie die Husaren im Nahkampf. Aber dafür kann unsere Kavallerie ja schießen. Da macht er irgend so ein komisches Kavalleriemanöver. Er nimmt da seinen General mit rein. Ich jag mal seine Artillerie da drüben ein bisschen. Zum Glück nur bewaffnete Bürger. Allerdings schießen die auch mal ganz gerne die Gäule hier runter.
Ach hier, er kriegt Verstärkung. Oh, das ist jetzt aber nicht gut. Ich dachte, wir schießen wenigstens nochmal, bevor wir da reinstürmen. Die schießen da jetzt gerade auf wen? Ach, die schießen auf die Bürger da hinten. Okay. Moment. Oh, da hinten ist was passiert. Oder da passiert gerade was. Dann will er mich hier tatsächlich auf der Flanke angreifen. Er hat sich da komplett umpositioniert, deswegen konnte ich da meinen Vorteil nicht so ganz ausspielen. Die müssen definitiv ins Karree. Und wir müssen hier definitiv uns umpositionieren. Okay. Das ist ein krasser Scheiß gerade. Die Linie hier sollte auf jeden Fall nach innen rücken. Also wir können deshalb so eine kleine... Wir können hier deshalb so eine kleine Lücke aufmachen. Weil wir die gegnerische Kavallerie so mehr oder weniger ausgeschaltet haben. Ich muss jetzt hier ganz dringend wieder zurückkommen. Ich kann normalerweise keine Kartätschenladungen einsetzen. Hab dafür aber eigentlich eine sehr solide Abdeckung durch die Artillerie, weil die Artillerie aus einer guten Position feuern kann. Das da ist jetzt ein bisschen suboptimal. Aber wir können jetzt auf der anderen Seite wiederum unsere Kavallerie in den Rücken der Gegner bewegen. Ich glaube, das ist den. Das wir ist, haben den General getötet. Das ist hier schon mal ein paar Verluste wert. Das ist auch gut. Das muss ein Glückstreffer gewesen sein. Spring jetzt bitte ganz schnell auf die Einheit. Kommt da raus jetzt. Hier bitte auch. Ach shit, da, das ist eine Miliz, die kann ich ins Karree. Das ist nicht gut. So, ich muss jetzt mal ganz kurz pausieren, da passiert mir ein bisschen viel hier gerade auf dem Schlachtfeld. Was bist du? Ah ja, okay, gut, alles klar.
Unsere Männer fliehen, Sir. Ja, welche sind das denn? Da hätte ich eigentlich auch ins Karree gemusst. Oh, das war eine der Linien, die geflüchtet ist, ne? Das war natürlich... Naja, okay, das ist leider so. Da hätte ich mit einem General aushelfen können. Könnte auch vielleicht was mit Feindbeschuss zu tun haben. Schieß mal du da drauf. Auf die Einheit, die noch relativ weit weg ist. Oder warte mal. Wir sollten schon Artilleriedeckung geben. Was mich immer so irritiert ist, dass die Sound, die Töne hier nicht kommen. Dass ich teilweise meine Einheiten nicht auswählen kann. Aber das kennen wir ja schon aus anderen. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ja, ich kann sie teilweise gar nicht mal auswählen. Ach, das ist auch eine Miliz. Ich muss jetzt hier die Front ein bisschen umschwenken. Schieß sie mal weg. Okay, gut. Ich habe noch einen General getötet. Das ist hervorragend. Ich nehme jetzt die Kavallerie mit auf die Flanke, um da die Wende herbeizuführen. Unsere Männer fliehen, Sir. Ich weiß, ich bin auch nicht glücklich damit. Wer fehlt da? Die Miliz ist es, ne? Die stehen auch aus irgendeinem Grund hier falsch. Ich weiß nicht, ob ich denen einen Bewegungsbefehl gegeben habe. Es könnte mir im Eifer des Gefechts, im wahrsten Sinne des Wortes, passiert sein. Unsere Männer fliehen, Sir. Ja, das ist nicht gut. Aber wir haben noch ausreichend Reserven. Doof ist, ich kann meine Männer da hinten schlecht abziehen, weil hier jede bekackte Einheit wieder zurückkommt. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Also besonders auf der Flanke hier, da sind alle Einheiten wiedergekommen. Das war extrem ungut. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Deswegen werde ich da jetzt hier noch versuchen zu jagen. Dass die Chasseure ihrem Namen mal alle Ehre machen. Wir kesseln die gegnerischen Truppen jetzt ein. Bitte hierhin weiterverfolgen. Du rennst ein nicht. Glorreicher Sieg, auch nicht. Sir, gehört bald Ihnen. Ja, ich glaube, jetzt sieht es in der Tat ganz gut aus.
Du hast noch Munition. Dreh dich ein bisschen um. Okay, das war's. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ja. Ah, ich wollte doch gerade sagen, Gefecht beenden, bitte. Wow, wir haben wenigstens noch alles in die Flucht schlagen können. Hervorragend. 682 Mann verloren. Das war eine krasse Schlacht insofern, weil die Front unglaublich breit wurde und sich ganz viel auf dem Schlachtfeld getan hat und es zu ganz, ganz vielen Schwenks und Drehs kam und das war echt nicht einfach. In der Statistik sehen wir, dass unser Generalstab, wow, okay, einer der Generäle, die dabei waren, hat 29 Feinde getötet. Nee, hat auch 30 Feinde getötet. Wahrscheinlich sind die durch ihn durchgelaufen in der Flucht. 2 Erfahrungen für die Chevaux Légers, 2 Erfahrungen für die Chasseurs à Cheval. Also gibt es jede Menge Erfahrungen. Und die Chasseurs haben auch so mit die meisten Kills gemacht. Die Linienfusiliere, 315 Kills, das ist enorm. 146, also die haben alle eine sehr gute Arbeit gemacht. Die Artillerie hat hier natürlich in erster Linie als moralische Unterstützung gewirkt. Insgesamt ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sein können. Und wir werden sie friedlich besetzen. Man darf jetzt an der Stelle spekulieren. Let's Play Strategy macht es zum Beispiel. Wenn wir direkt umbauen in Handelswaren. Let's Play Strategy macht es zum Beispiel in seinem Let's Play eher. Jetzt haben wir halt schon mal so eine Garnison da, ne? Aber auf der anderen Seite, die bringt uns auf dieser Insel kein Stück weiter. Der befreit das Königreich Italien hier unten, indem er Sizilien befreit. Also er erobert die Stadt und befreit sie und lässt dadurch Italien frei. Und ich diskutiere jetzt einfach mal seine Strategie, weil ich die nämlich insgesamt ja sehr schlüssig finde. Ach, nee, übrigens bekommt die Eigenschaft Griff nach der Schaufel. Dieser General hat ein gutes, grundlegendes Verständnis für Belagerung. Diese Fähigkeit wurde durch die erfolgreiche Durchführung von Belagerungen erlangt. Wir haben damit Sizilien vernichtet und auch erobert. Und er sagt, er braucht oder er bekommt durch Sizilien hier unten im Mittelmeer eine gute Unterstützung. Man muss jetzt, wie gesagt, auch dazu noch erwähnen, dass das Let's Play ist ja ein paar Jahre alt. Ne? Also so ganz taufrisch ist das nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, also es ist über 2 Jahre alt, meine ich. Vier Jahre alt jetzt mittlerweile. Ne, Moment, 5.10.2012. Ne? Also schon ordentlich alt, 3 Jahre und ein paar gequetschte. Und ich finde persönlich es immer sehr unbefriedigend, bei einem Total War Teil mit Untertanen zu spielen. Ich spiele am liebsten alle Provinzen selbst. Jetzt schauen wir uns das mal an. Das sieht auch fast aus wie Medieval. In der Medieval-Kampagne. Naja, nicht ganz, aber fast. Wir haben echt gut was erobert. Ich muss sagen, Empire macht mir gerade großen Spaß. Die Schlachten sind cool. Es gefällt mir sehr gut. Und könnte mir auch noch weitere Empire-Projekte vorstellen, weil ich ja gefragt wurde, ob ich Preußen spielen werde. Und da waren viele von euch dann enttäuscht. Aber das rennt mir ja nicht weg. Ich komme so langsam auf den Geschmack, also bei Napoleon jetzt. Ne? Könnte ja auch mal die Europakampagne mit Preußen spielen. Wäre vielleicht auch eine gute Idee, oder? Ja. So weit, so schlecht. Ich mache jetzt hier an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute. Wir sind Ende Mai 1805. Wir haben echt noch nicht so lange gespielt, aber schaut euch an, was wir alles erobert haben.
Man muss natürlich hier aufpassen bei so einer aggressiven Spielweise. Ihr wisst es, ich spiele immer gerne aggressiv bei Total War Spielen und ich habe es eigentlich lieber immer, den Gegner niederzuwerfen, anstatt mich auf diplomatische Verhandlungen irgendwie einzulassen oder mich in meinem Eroberungsdrang zu bremsen. Und wir haben noch eine Option, das wäre die Eroberung von Olmütz. Das ist noch eine Option. Das ist noch eine Option, die Preußen wahrscheinlich sauer machen wird, aber das ist noch eine Option, bevor wir Österreich, also bevor wir Wien angreifen. Es geht allerdings nur, das Doofe ist, er wird hier mit der Armee angreifen, kann mit der Armee verstärken und dann mit dieser Armee angreifen. Es geht allerdings nur, wenn wir Prag halten können für eine Runde. Ist unwahrscheinlich. Müssen wir mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. À la prochaine fois. Bis dann, macht's gut. Tschüss.